Guten Tag, ich bin Nicola Lange und ich möchte über das sechste Gebot sprechen, du sollst nicht Ehe brechen. Was bedeutet das? Fangen wir an damit, was eine Ehe überhaupt ist. Eine Ehe ist ein vor Gott gegebenes Versprechen zweier Menschen zueinander zu stehen und reduziert sich selbstverständlich nicht auf die Sexualität, sondern das Ehesprechen sagt, in guten und in schlechten Zeiten, in Armut und Reichtum, in Gesundheit und Krankheit wollen zwei Menschen zueinander stehen. Es bezieht sich folglich lediglich sekundär auf eine sexuelle Treue. Es geht um eine soziale Treue in allen Beziehungen. Deswegen kann ein Ehebruch im engeren Sinne aus meiner Sicht erst da stattfinden, wo es überhaupt eine Ehe gibt. Und bereits eine Ehe einzugehen, sollte überlegt sein. Der Volksmund sagt dazu so, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob der sich nicht etwas Besseres findet. Ich glaube, es ist ein Funken Wahrheit daran. Denn diese Überlegung, ist das wirklich der Mensch, mit dem ich all dieses leisten will? Ist das der Mensch, zu dem ich nie sagen werde, du, was du mir jetzt gerade erzählen willst, das nervt mich jetzt, denn ich gucke da jetzt gerade was im Fernsehen, auch wenn das für dich dringend ist. Ist das der Mensch, für den ich bereit bin, meinen Lebensstandard drastisch herunterzufahren, wenn er krank wird, wenn er arbeitslos wird und nicht sag, ohne dich wäre ich aber eigentlich besser dran, hätte ich dich doch bloß nicht geheiratet. Ist das der Mensch, mit dem ich auch dann noch zusammenleben möchte, wenn er krank wird, wenn er anstrengend wird? Das sollte vorher überlegt sein. Um diese Verpflichtung soll die wirklich eingegangen werden. Will ich das? Kann ich das? Und wenn zwei Menschen sich dann dieses Eheversprechen gegeben haben, sie wollen einander treu sein, in guten und in schlechten Zeiten, in Reichtum und Armut, in Gesundheit und Krankheit, dann heißt es für mich im nächsten Schritt, diesen Menschen als einem sich anvertrauenden und anvertrauten Menschen zu sehen. Ein Menschen, der eine ganz besondere Wichtigkeit in dem eigenen Leben hat. Der Mensch ist nicht etwas, was Mann oder Frau in dem Moment besitzt. Wie etwas, was gekauft wurde und was nach Belieben in die Schublade gelegt oder aus der Schublade wieder rausgeholt werden kann, je nachdem, wie es gerade so passt. Sondern die Beziehung zu diesem Menschen muss gehegt und gepflegt werden, selbstverständlich. Es ist wichtig, schöne Dinge gemeinsam zu machen. Es ist wichtig, sich aufeinander zu beziehen. Daher kommt ja das Wort Beziehung, aufeinander zu beziehen. Es ist sicherlich auch wichtig, sich diese Freiräume zu gönnen. Der eine braucht mehr, der andere braucht weniger. Das wiederum erfordert Vertrauen. Und dann, wo fängt der Betrug an? Denn ich denke, darum geht es, wenn wir das etwas zeitgemäßer interpretieren. Es geht um den Betrug, es geht um die Lüge, es geht um den Verrat beim Ehebruch. Wo geht das los? Ich denke, es geht bereits darüber los, wenn jemand über den Gartenzaun linst und sagt, du, ich muss schon sagen, unser Nachbar, der arbeitet ja auch im Büro. Aber wenn ich mir das so angucke, der sieht doch reichlich besser aus als du und reichlich jünger. Das ist sehr unfair. Ich kann zu meinem Partner sagen, lass uns zusammen öfter spazieren gehen, das ist gut für uns beide. Ich kann zu meinem Partner sagen, lass uns gemeinsam ins Fitnesscenter gehen, das ist gut für uns beide, okay. Aber derartige Vergleiche sind natürlich verletzend. Dazu einer Frau zu sagen, guck dir mal die Nachbarin an. Die hat schon ein Kind bekommen und du nicht. Und jetzt guck doch mal, wie sie aussieht und dann guck mal, wie du aussiehst. Ist aus meiner Sicht eine Form, den anderen zu verraten. Eine Form der Untreue, die nicht sein darf. Die Partnerin wird krank oder arbeitslos. Und du stellst dich hin und sagst, damit habe ich aber nicht gerechnet. Wir haben hier finanzielle Verpflichtungen. Wir haben zwei Autos, die abbezahlt werden müssen. Wie soll denn das jetzt auf einmal gehen? Nur von meinem Gehalt? Jetzt kriegst du noch ein bisschen Arbeitslosengeld?
damit ist auch bald Schluss. Denn du bist ja mit mir verheiratet. Soll ich denn etwa alles alleine bezahlen? Und du, was tust du? Du bist dann immer noch krank? Genau da beginnt die Untreue. Da sind wir schon mitten in der Untreue und im Verrat. Die Partnerin ist nur relativ kurzzeitig erkrankt. Du gehst zur Arbeit. Du weißt, sie ist alleine zu Hause, sie hat das Kind bei sich. Aber weil du nicht so viel Lust drauf hast, jetzt schon wieder nach der Arbeit nur deine kranke Partnerin zu sehen, die dir wahrscheinlich erstmal, oh Schatz, machst du mir was zu essen, kümmerst du dich um das Kind, entgegenruft, sagst du ihr, du musst dringend Überstunden machen, du kannst schon wieder Nein sagen und triffst dich mit Freunden in einer Kneipe. Sexuell muss da nichts passieren. Trotzdem, du hast sie verraten. Du bist ihr untreu gewesen. Du hast nicht so gehandelt, wie du hättest handeln müssen. Und in dieser Zeit, in der scheinbar zumindest das Bessere, das andere überall zu kriegen ist, wo du keinen Supermarkt betreten kannst, ohne dass du Zeitschriften mit den Bildern nackter Männer- und Frauenoberkörper siehst. Ja, wir wissen, dass die machen das hauptberuflich, wir wissen, das sind ausgesuchte, ein paar Prozent der Bevölkerung, wir wissen, da wird auch noch ein bisschen gefotoshoppt, aber trotzdem, in dem Moment, wo du anfängst, deine Partnerin, deinen Partner damit zu vergleichen und zu sagen, was ich zu Hause habe, das gefällt mir weniger gut, machst du den ersten Schritt zum Ehebruch, beziehungsweise hast in Gedanken bereits betrogen. In dem Moment, wo du denkst, andere Männer verdienen aber mehr und meiner scheint die Karriere leider ja so überhaupt nicht hochzukommen. Und ich fahre immer noch diesen alten VW, meine Nachbarin fährt Porsche. In dem Moment denkst du falsch, denn Partner, Partnerin sind nicht dazu da, um dir einen möglichst guten Platz in der Welt zu geben, sondern Partner und Partnerin in einer von vor Gott geschlossenen Ehe sind, neben deinen eventuellen Kindern, das Wichtigste, um das du dich kümmern sollst. Sie sind dir anvertraut und das, was dir am wichtigsten sein muss, ist, wie geht es meinem Partner, wie geht es meiner Partnerin? Was kann ich tun, damit es ihnen so gut wie möglich geht? Das ist aus meiner Sicht soziale Treue, die geleistet werden muss. Das Weitere, was schlimm am sexuellen Ehebruch ist, ist die Lüge, die meistens damit einhergeht. In neuerer Zeit natürlich auch die Gefahr, dabei Krankheiten zu bekommen und die weiterzugeben. Und glaubt mir einfach mal, Leute, ich stehe hier nicht ständig nur auf meiner grünen Wiese rum und denke mir hier irgendwas aus. Ich weiß ziemlich gut, wie das vonstatten geht und ich weiß auch, dass Safe Sex, auch wenn er propagiert wird, in der Regel doch nicht betrieben wird, sondern mal hier und da doch schnell die eine oder andere Ausnahme gemacht wird. Ich sage jetzt nicht, woher ich das weiß, aber glaubt mir, dass ich es weiß. Das ist das Zweite. Deine Partnerin denkt, sie kann mit dir ungeschützten Sex haben, steckt sich aber auf einmal bei dir an. Hups. Und dann kommt noch ein weiterer Aspekt rein. Wenn du genau weißt, dass deine Partnerin dir nicht trauen kann, wirst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass du ihr auch nicht trauen kannst. Ihr werdet euch gegenseitig immer unterstellen, euch anzulügen, obwohl gerade ihr die Menschen sein sollten, die sie einander blind vertrauen können. Ihr euch gegenüber den Rückzugsort geben solltet in dieser oft sehr hektischen Welt, anspruchsvollen Welt, wo ihr eben nicht ständig irgendetwas ganz Tolles leisten müsst, sondern wo ihr auch mal schwach sein könnt, wo ihr verletzlich sein könnt. Und um das bringt ihr euch. Und wenn ihr anfangt, den wichtigsten Menschen in eurem Leben zu belügen, dann wird euer Herz mit jeder Lüge schwerer werden und gleichzeitig werdet ihr euch an die Lüge gewöhnen. Und dieses sich gewöhnen an die Lüge in einer Beziehung ist das Allerschlimmste, glaube ich persönlich. Möge das Höchste euch schützen.
Alles, was richtig war, kam vom Höchsten. Alle Fehler kommen von mir. Danke.